Hallo, ich bin's schon wieder mal, der Waldläufer Manfred. Heute habe ich vor, für euch ein paar Lagerfeuervarianten aufzubauen. Diesbezüglich kamen ja schon öfter Anfragen an mich. Schon früh los konnte ich den Frühnebel erleben, tolle Lichtspiele der aufgehenden Sonne. Zum Thema Feuerstelle nochmal der Hinweis, auch wenn ihr es bestimmt schon oft genug gehört habt. Offenes Feuer zu machen ist in Deutschland natürlich nicht erlaubt, bis auf entsprechende Ausnahmen, wie natürlich öffentliche Grillstellen oder mit Genehmigung auf Privatgrundstücken und so weiter. Aber dazu gibt es ja schon einige YouTube-Videos, falls ihr euch da genauer informieren möchtet. So, zunächst gleich mal ein einfaches Gestell aufgebaut, um all meine Sachen anzubringen. Ist ja so viel bequemer, als alles auf den Boden zu legen. Und so sind diese auch vor Bodenfeuchtigkeit geschützt. Gleich auch mal ein paar Heringe geschnitzt, die werde ich gleich benötigen. Zwar soll es laut Wetterbericht schönes Wetter geben, die ganze Woche über, aber dennoch wird einfach mal eine Folie gespannt, einfach auch mal, um eine neue Variante auszuprobieren. Und falls es doch regnen sollte, habe ich schon mal was. Außerdem soll es auch als Schattenspender dienen. So wie es gerade aussieht, könnte es in der Sonne ganz schön heiß werden. So ein Baum kann da sehr hilfreich sein. So sieht das Camp jetzt schon mal aus. Töpfe aufgehangen, selbst für die Jacke und den Hut auch ein Plätzchen gefunden. So ein wenig Western-Flair. Da habe ich auch noch einen unbenutzten Hobokocher, den hat mir mein Vater gebaut und schon vorab zum Geburtstag geschenkt. Hier werde ich auch schon etwas Holz stapeln und Trinkwasser sollte immer bereitstehen. Manchmal ist das alles recht anstrengend. Da vergesse ich zu oft genügend zu trinken, mit dem Ergebnis, dass man abends dann Kopfweh hat. Trinken ist natürlich grundsätzlich sehr wichtig. Schon mal fürs Lagerfeuer etwas ausbuddeln, also eine Variante des Feuers machen, ist die V-Form, das Jägerfeuer. Das ist besonders gut bei windigen und kalten Stellen. Einfach zwei dickere Stämme V-förmig zusammenlegen. In diesem Fall probiere ich mal, das Feuer direkt auf der Erde zu machen. Meist lege ich da aber Schlamm, Lehm, Sand oder Kies darunter, eventuell auch zusätzlich dann nass machen. Dies verhindert, dass in der Erde liegende Baumwurzeln was abkriegen. Besonders natürlich auf Boden mit Baumnadeln und so weiter ist dies unbedingt erforderlich. Ich werde hier einfach Grünholz, also Äste von frischen Bäumen, verwenden. Die brennen ja nicht so schnell an. Und man kann dadurch recht leicht darauf ein Feuer entzünden. Direkt auf der Erde wäre es einfach zu feucht. Man könnte diese jetzt auch mit Ästen fixieren. Das macht irgendwie total Spaß. Naja, je nach Situation braucht man dafür natürlich keine Zeit zu vergeuden.
Jetzt noch zwei dickere Stämme querlegen, am besten in Windrichtung. Dient so als kleiner Windschutz, dann schon mal die ersten Späne machen und bald geht es schon ans Anzünden. Hier habe ich mal einen Topf zur Hilfe genommen, wo ich die Späne auffange. So bleiben die trocken und fliegen mir nicht in alle Richtungen rum. Dann auch Holzspalten. Ich stecke da einfach den Holzscheit in die Erde, so muss ich den nicht nach jedem Spalten wieder aufstellen. Was ich hier mal ausprobieren wollte, aus kleinen Holzspänchen, also nur Fichte, ein Feuer anzünden. Also ohne Zunder. Ob das funktionieren wird, denke mal nicht, aber mal gucken. Nee, keine Chance. Also mit Birke wäre es sicher gegangen. Gut. Einfach etwas Watte rein, dann wird es funktionieren. Jetzt im Blockhüttenstil weiteres Holz aufstapeln. Jetzt erstmal was kochen. Hab schon tierisch Hunger, noch nichts gefrühstückt und es ist ja schon bald Nachmittag. Mir da was ausgedacht, nämlich Reis, dann nach Kochen mit Eiwa vermengen. Viele denken, der sei scharf. Nein, ist er nicht, ist Paprika. Aber die beiden Chilis, die haben schon eine gewisse Schärfe.
da mal rein optisch grün und rot genommen. Aber entkernt sind die so scharf auch wieder nicht. Ach so, ein wenig Speck wollte ich ja auch noch reintun. Natürlich in dem Fall Schwarzwälder Schinken. Ja, also zeitweise hat es schon gut Schärfe, aber insgesamt schmeckt das richtig gut und ist eben recht schnell und einfach zubereitet. Probieren wir mal ums Feuer herum Steine zu legen, aber ich kann jetzt schon sagen, dass die Steinchen dafür nicht geeignet sind. Ich kenne mich da nicht so gut aus, entweder ist es Sand oder Kalkstein, wie auch immer. Ist wirklich nicht ungefährlich, probieren wir es hier nochmal aus. Schade, dass ich nicht im richtigen Moment gefilmt hatte. Push! Das hat richtig geknallt. Wow! Ich lasse das mal lieber sein mit diesen dünnen Steinchen. Ich könnte da ja noch einen Hitze- oder Wärmereflektor bauen. Das gäbe auch wieder etwas Windschutz. Und die Wärme vom Feuer würde reflektieren in Richtung Unterschlupf. Hat man entsprechend Holz, ist das recht schnell aufgebaut. Lohnt sich also auf jeden Fall, besonders natürlich in kühleren Nächten. Rückwand werde ich später dann noch etwas abdecken mit Zweigen und so weiter. So, zwischendurch mal einen Tee gekocht. Dann gibt es noch das Sternfeuer. Einfach vier oder auch mehrere Äste zu einem Kreuz bzw. Stern legen. Darüber kann man dann super einen Topf stellen. Die dicken Stämme kann man dann immer nachschieben. Ein lang anhaltendes Feuer. Dieses Mal probiere ich es mit Kienspanzunder.
Dann gibt es noch das Pyramidenfeuer. Das sollte man nur machen, wenn reichlich Holz vorhanden ist. Das brennt schnell ab, gibt also sehr schnell viel Wärme ab. Durch die hohe Hitzeentwicklung kann man sogar auch feuchtes Brennholz verwenden. Eine einfache Möglichkeit ist dieses Gestell. Schnell errichtet und durch Verschieben der Stämme kann man die Höhe für den Kochtopf einstellen. Wie ihr wisst, kann man viel Rauch erzeugen, wenn man Grünzeug aufs Feuer legt. So könnte man ganz nach Indianermanier schöne Rauchzeichen geben. Naja, vielleicht könnten wir uns ja künftig mal so unter Buschkräfte verständigen. Hi. Jetzt mal ein kurzes Päuschen machen. So, das war's mal wieder. Klar gibt es natürlich noch weitere Varianten, eine Feuerstelle anzulegen, aber das mal in weiteren Videos. Hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer freue ich mich auf Kommentare und Abos. Euer Waldläufer. Thank you.